Einspurig fließt der Verkehr über die Umgehungsstraße an der Mammutbaustelle vorbei. Ein Nadelöhr, an das sich so mancher Auto- und Lkw-Fahrer wohl schon gewöhnt hat. Dennoch ruft die Mammutbaustelle auf Höhe der Mulberger Straße in Kloppenburg auch immer wieder den Unmut der Pendler hervor. Schließlich besteht sie seit Anfang 2013. Doch es ist ein Ende in Sicht. Geht alles glatt, soll der Neubau der Süstenbrücke auf städtischer Seite am 13. August fertiggestellt sein. Die Brücke musste für die neue Auffahrrampe Fahrtrichtung A1 verbreitert werden, die parallel bearbeitet wird. Im Oktober soll die Trasse asphaltiert, im Dezember für den Verkehr freigegeben werden.